So, ihr Lieben, wie ihr merkt, befinde ich mich hier immer noch in meiner Wohnung und im Hintergrund ist jetzt alles nicht mehr so beleuchtet wie sonst immer. Denn wir sind eigentlich immer noch im Umzug. Ich sage das, glaube ich, inzwischen seit ungefähr 20.000 Videos. Ist aber eben wirklich so, bald ist das Ganze hier nicht mehr da und dann bin ich in meinem neuen Raum im Haus. Und ich habe es mir aber nicht nehmen lassen, jetzt mal mit euch über ein ganz spezielles Thema zu sprechen. Denn diese Was-wäre-wenn-Episode ist eine ganz, ganz, ganz spezielle Episode. Ich sollte vielleicht mal den Fernseher leise machen. In diesem Was-wäre-wenn-Szenario beschäftigen wir uns mit dem Thema, was wäre denn passiert, wenn der Indominus Rex in Jurassic World 1 aus dem Jahr 2015 nicht gestorben wäre? Das unfassbar Interessante und auch Spezielle an dieser Episode von Was-wäre-wenn ist, dass wir das Skript für dieses Video gemeinsam in einem Livestream kreiert haben. Das heißt, ich habe die Geschichte angesprochen. Beziehungsweise nein, jemand von euch hat im Livestream sogar das Thema angesprochen gehabt. Daraufhin habe ich dann immer wieder bestimmte Umfragen gemacht, was meint ihr, was passiert wäre. Und jetzt habe ich zusammen mit euch, also mit der Community, eine Was-wäre-wenn-Geschichte entwickelt. Und die will ich euch hier in diesem Video vorstellen. Und ganz kurzer Spoiler an alle, die in dem Livestream nicht mit dabei gewesen sind. Das ist extrem schnell eskaliert. Also dieses Was-wäre-wenn geht in eine Richtung, die wahrscheinlich niemand so kommen sieht, aber die ich ziemlich geil finde. In diesem Sinne, ey, schätzen wir gar nicht lang weiter. Wir fangen an mit Was wäre, wenn der Indominus Rex in Jurassic World aus dem Jahr 2015 nicht gestorben wäre? Viel Spaß mit dem Video. Lasst uns erstmal damit beginnen, die Geschichte von Jurassic World nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, wir bekommen ja im Film selber auch mit, dass der Indominus Rex voraussichtlich oder allen Anschein nach erschaffen wurde, weil die Parkbesucher des Jurassic World Park gelangweilt von Dinosauriern sind. Was ich da ziemlich beschissene und langweilige Geschichte finde, weil ich meine, auch heutzutage sind wir von Elefanten und Giraffen auch nicht gelangweilt. In der Geschichte von Jurassic World ist das eben so, die Menschen sind gelangweilt von Dinosauriern und deswegen muss etwas Neues her. So viel ist uns zumindest als Zuschauer bekannt. Später kommt ja noch raus, dass der Indominus Rex eventuell doch aus anderen Gründen erschaffen wurde. Wir erfahren jetzt aber erstmal, nein, die Zuschauer wollen mehr Zähne, die wollen größere Dinosaurier sehen, die wollen eine Faszination erleben, wie damals eben auch im Jurassic Park. Aus diesem Grund wird der Indominus Rex eben geschaffen und das Ganze geht halt nicht gut aus. Der Indominus Rex schafft es, mit seiner Fähigkeit sich zu tarnen, die er hat, weil seine DNS mit der eines Oktopus gekreuzt wurde, die Menschen zu täuschen und eben aus dem Gehege auszubrechen. Nachdem der Indominus dann eine ganze Weile den Jurassic World Park terrorisiert hat, sieht sich Claire zu einer wirklich fatalen Entscheidung gezwungen. Ja, es scheint nur noch eine einzige Option zu geben. Wir müssen den Tyrannosaurus Rex aus dem Gehege herauslassen und eben auf den Indominus Rex hetzen. Das Ganze passiert auch und die beiden kämpfen miteinander und wir sehen, wie der Indominus Rex den T-Rex, also Rexy, zu Boden ringt und gerade zum letzten Biss ausholt. Im Film ist es hier Blue, die Rexy vor dem sicheren Tod bewahrt. In diesem Was-wäre-wenn-Szenario allerdings erscheint Blue erst einmal nicht. Aus folgendem Grund, Blue ist sich noch nicht ganz sicher, was sie denn von diesem Aufeinandertreffen halten soll. Sie ist auf der einen Seite immer noch unterwürfig Owen gegenüber, da Owen ja das Alpha des Packs ist, aber auch dem Indominus Rex. Das heißt, Blue selber ist sich nicht ganz sicher, auf wessen Seite sie jetzt stehen muss. Das ist eben auch der Grund, warum in diesem Szenario Rexy ihr Leben lässt. Der Indominus tötet Rexy daraufhin, weil Blue eben zögert und kurz darauf merkt Blue dann aber, okay, jetzt haben wir auf der einen Seite nur noch Owen, Claire und die Kinder und auf der anderen Seite den Indominus Rex und Blue unterwirft sich eben dem stärkeren Alpha und das ist in diesem Fall ganz klar der Indominus Rex. Ich möchte hier nochmal einschmeißen, dass das eine der Entscheidungen ist, die der Chat im Livestream getroffen hat. Der Indominus Rex unterwirft sich Blue. So ein Schwachsinn. Blue unterwirft sich dem Indominus Rex, was irgendwo logisch gesehen Sinn ergibt, filmisch gesehen auf gar keinen Fall. Blue würde natürlich, weil sie ja im Film irgendwie ein guter Velociraptor ist, würde sie sich für Owen entscheiden, was sie eigentlich auch im Film dann gemacht hat. In diesem Szenario allerdings nein, würde Blue ganz klar entscheiden, der Indominus Rex ist eben das mächtigere Tier und unterwirft sich damit dem Indominus Rex. Dieser hetzt das Tier dann kurz darauf auf Owen, Claire und Gray und Zack, die sich dann eine Zeit lang vor den Tieren verstecken können, aber dann auch dem brachialen
Dominus Rex und eben Blue selber auch unterliegen. Ja, besonders dramatisch wäre das, wenn wir das wirklich so drehen würden, dass Blue diejenige wäre, die auch Owen tötet. Auch da haben wir wieder im Livestream abgestimmt. Ihr habt entschieden, dass alle vier Hauptfiguren in diesem Szenario sterben sollen. Das finde ich sehr konsequent. Ja, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu krass und zu konsequent. Allerdings würde das sehr wahrscheinlich auch so ausgehen. Denn der Indominus Rex mag irgendwo auch dann verhindert sein, wenn sich jetzt die Hauptfiguren im Gebäude drin verstecken würden. Allerdings hätte Blue diesen Nachteil eben nicht. Blue könnte die Gruppe auch im Gebäude drin jagen, während der Indominus Rex dann draußen wieder sehr aktiv werden könnte. Es wäre nahezu unmöglich, diesen Vorfall jetzt zu überleben. Das heißt, ja, Owen, Claire, Zack und Gray sterben jetzt hier in diesem Szenario und die Insel, also die Isla Nublar, ist komplett verwildert über die Zeit hinweg und der Indominus Rex ist der uneingeschränkte Alpha auf der gesamten Insel. Natürlich bleibt die Tatsache, dass dieser Dinosaurier-Hybrid noch am Leben ist, nicht lange unbekannt und Dr. Henry Wu und eben auch Mr. Mills und Benjamin Lockwood bekommen Wind davon, eben durch Henry Wu, der ja auf der Insel gewesen ist und immer noch sagt, okay, wir haben diese Kreatur erschaffen, wir wissen nicht, was damit passiert ist. Anders als im Film Jurassic World Fallen Kingdom, in dem wir dann ja sehen, wie der T-Rex dann diesen Mann noch eben verfolgt und die Leute versuchen, sich die Knochen des toten Indominus Rex zu sichern, um eben die DNA mitzunehmen, haben wir jetzt hier in diesem Fall einen lebendigen Indominus Rex, der immer noch auf der Insel unterwegs ist. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Gruppe von Söldnern, die versuchen, den Indominus Rex zu fangen, also die jagen ihn und wollen ihn eben auch fangen, um ihn von der Insel wegzubekommen. Das Ganze geht also nicht ganz so geheim ab wie jetzt hier im Originalfilm, denn die Dino-DNS eines Indominus Rex zu stehlen, der eben tot ist, kann man wesentlich unauffälliger machen, als eine komplette Jagd auf einer Insel zu beginnen. Aus diesem Grund kommt dem Söldnerteam von Mr. Mills ein Faktum sehr recht, nämlich dass die Isla Nublar unterzugehen droht. Ja, der Vulkan auf der Isla Nublar, genau wie auch im Film, droht auszubrechen und die gesamten Dinosaurier inklusive den Indominus Rex mit sich zu vernichten. Wir sollten also menschlich agieren und die letzten Dinosaurier, die es genauso wert sind zu leben wie wir Menschen, von der Insel retten. So würde Mr. Mills argumentieren, um eben auch im Hintergedanken zu haben, dass wir den Indominus Rex somit aufs Festland bekommen würden. Genau das würde dann auch passieren. Eine gesamte Gruppe von Soldaten, von Söldnern, zum Teil eben auch von der Masrani Corporation und Insen und von diesen Wildparkschützern, die wir dann in Jurassic World Dominion sehen, die kommen alle auf die Isla Nublar und versuchen, die letzten überlebenden Dinosaurier von der Insel zu schaffen. Warum es hier in dem Szenario so viele sind, ich frage mich eher, warum das im Film nicht alle gewesen sind. Warum war das im Film nur eine Söldnereinheit, die gesagt hat, ja, wir machen das, obwohl das im Fernsehen gelaufen ist? Und eigentlich ist ja auch vollkommen wurscht. In diesem Szenario haben wir auf jeden Fall eine ganze Gruppe von Leuten, die auf die Isla Nublar fliegen und versuchen, den Indominus Rex und eben auch die anderen Dinosaurier inklusive Blue von der Insel zu schaffen. Die würde jetzt nicht allzu viel anders ablaufen als im Originalfilm. Der Vulkan würde eben ausbrechen. Einige Dinosaurier wären gerettet worden. Die meisten würden leider unter der Staubwolke, unter der Aschewolke des Vulkans dahin sichen und sterben. Allerdings wäre das Interessante hierbei, den Indominus Rex zu jagen. Das Szenario hier wäre ähnlich wie im ersten Jurassic World Film, dass die Soldaten auf der Suche nach dem Indominus Rex gewesen wären, nur dass sie diesmal nahezu gar keinen Anhaltspunkt hätten, wo sich das Tier wirklich befinden könnte, außer eine Sache, nämlich Wärmeradare auf ihren Waffen. Denn auch wenn der Indominus Rex sich tarnen kann, hat er trotzdem eine bestimmte Körperwärme, weil das Tier lebt ja. Somit würden sie wieder durch den Dschungel schleichen, der sich nach und nach mit Lava füllt und eben auf die Suche nach dem Indominus Rex gehen. Diese Suche würde logischerweise einige Leben fordern, aber letztendlich würde es der Gruppe gelingen, den Indominus Rex gefangen zu nehmen und eben sicherzustellen. Während das Tier von der Isla Nublar aufs Festland transportiert wird, wird ihm bereits Blut abgenommen, damit die DNS des Tieres schon gesichert und weitergegeben werden kann, wenn die Gruppe mit dem Tier dann auch sofort auf dem Festland angekommen ist. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass Dr. Henry Wu der Meinung ist, dass man die DNS dieses Tieres, also des Indominus Rex, weiterhin komplementieren und perfektionieren könnte. Kurz und knapp, der Hintergrundgedanke hierbei ist eben, den Indoraptor zu erschaffen. In diesem Szenario würde das auch gelingen, denn sobald der Indominus Rex auf dem Festland angekommen ist und eben auch die ganze Gruppe von Söldnern, wären die DNS-Proben an Mr. Mills und Co. weitergegangen, die dann direkt angefangen hätten, Forschungen zu betreiben. Diese hätten dann, wie im Original-Skript von Jurassic World Fallen Kingdom eigentlich vorgesehen gewesen ist,
zwei Indoraptoren erschaffen, nämlich einen weißen und einen schwarzen. Und das wäre auch hier der Hintergrundgedanke, wir erschaffen diese beiden Indoraptoren. Der Indominus Rex wäre also weiterhin in diesem Container gefangen und die Leute hätten diesen Container geöffnet und dann gemerkt, dass das Tier schon längst nicht mehr in dem Container drin gewesen wäre. Die Gruppe hätte also die Walkie-Talkies gezückt und erstmal einen Alarm losgetreten. Der Indominus Rex ist nicht in Gewahrsam, aber wo ist das Tier denn dann? Wer hätte es gedacht? Der Indominus Rex hat sich nur getarnt. Er scheint plötzlich aus dem Nichts heraus, öffnet seine Augen aus dem Container heraus und packt die Soldaten. Der Container ist ja bereits auf dem Festland, das heißt, der Indominus Rex schafft es auszubrechen, verlässt das Lockwood-Anwesen und versteckt sich im Wald in der Nähe der Big Rock Mountains. Also des Big Rock Nationalparks, den wir eben auch in Battle at Big Rock sehen. Mr. Mills ist auf der einen Seite zuversichtlich, denn er hat ja die DNS-Proben des Indominus Rex. Auf der anderen Seite denkt er sich, nein, wir müssen das Tier jetzt finden und vernichten, weil das Tier ist ein wandelnder Beweis für die Forschung, die sie nun auf der Insel bzw. auf dem Festland weiterführen wollen. Aus diesem Grund schickt er eine Gruppe von Soldaten in den Wald, also in den Big Rock Nationalpark, und die sucht nach dem Indominus Rex. Die Sache erweist sich als schwieriger als gedacht, denn immerhin ist es mitten in der Nacht und das Tier kann sich im Wald perfekt tarnen. Jetzt haben wir hier folgendes Szenario. Schließt eure Augen und lasst euch von mir in die schreckliche Nacht auf der Suche nach dem Indominus Rex führen. Die Gruppe von Soldaten läuft also durch einen dunklen Wald. Man sieht so gut wie gar nichts. Man sieht die eigene Hand vor Augen nicht mehr, die Blätter im Hintergrund rauschen. Es ist ganz leichter Nebel auf dem Boden und plötzlich hört man einen gewaltigen Schritt. Eine Person schreit, die restlichen Soldaten drehen sich um und merken plötzlich, dass einer der Soldaten fehlt. Auch hier haben wir wieder eine Abstimmung gemacht. Ihr habt im Livestream entschieden, dass es insgesamt 12 Soldaten hätte geben sollen, die jetzt eben nach und nach ihr Leben lassen. Das wäre der Tod des ersten Soldaten gewesen. Und der Indominus Rex würde sich genau auf diese Art und Weise nach und nach immer mehr Soldaten schnappen. Das heißt, das Tier wäre nicht wirklich sichtbar, weil er sich immer noch getarnt hat. Die Soldaten würden aber nach und nach verschwinden und dann eben auch Panik bekommen und ihre Formation verlassen. Das heißt, plötzlich hätten wir ganz viele einzelne Männer im Wald des Big Rock Nationalparks und einen Indominus Rex, der sie nach und nach zu Tode jagt. Allerdings würde der Indominus Rex hierbei auch nicht komplett unversehrt rauskommen und einen oder anderen Schuss einstecken. Das heißt, die blutenden Wunden verraten den Indominus Rex dann doch und die Soldaten können ihn ungefähr ausfindig machen und ihn weiterhin verletzen. Auch das würde nicht wirklich weiterhelfen. Im Endeffekt ist es so, dass der Indominus Rex alle Soldaten umbringen würde und aufgrund dessen, dass er eben so intelligent ist und so viel DNS von verschiedenen Tieren in sich trägt, kann der Indominus Rex in diesem Szenario auch Rachegelüste empfinden. Das Tier wittert also genau, wo die Soldaten hergekommen sind und dreht sich wieder um und macht sich auf zum Lockwood-Anwesen, um eben einen Rachefeldzug zu beginnen. Im Inneren des Lockwood-Anwesens bekommen wir bereits die Auktion zu sehen, in welcher zwei Indoraptoren vorgestellt werden. Diese zwei Indoraptoren haben allerdings einen bestimmten Nachteil. Sie haben noch nicht die DNS des Indominus Rex im Körper implantiert bekommen. Das heißt, diese Tiere basieren lediglich auf einem Velociraptor, einem Tyrannosaurus Rex und diversen Fröschen und Echsen. Das heißt, die Tarnungsfähigkeit haben die Indoraptoren hier im Szenario nicht. Die hatte der Einzelne zwar auch im Film nicht gehabt, aber hier haben wir das Ganze einfach mal begründet, weil die Blutproben ja auch eben gerade erst im Lockwood-Anwesen angekommen sind, wurden die der DNS der Tiere noch nicht hinzugefügt. Das heißt, diese Tiere besitzen die DNS des Indominus Rex bis hierhin noch nicht. Allerdings werden sie bereits der Auktion oder einer Auktion von verschiedenen Männern und Frauen, die sich dafür interessieren, die Tiere zu militarisieren, vorgestellt. Mit dem ganz klaren Satz, wie er eben auch im fertigen Film passiert ist, diese Tiere sind noch nicht fertig, das heißt, die sind noch nicht zum Verkauf da, die werden einfach nur kurz präsentiert, dass man sie sozusagen vorbestellen kann, wie ein Produkt, was eben erscheint auf dem Markt, man kann das Ganze vorbestellen. Plötzlich gibt es einen ohrenbetäubenden Knall und der Indominus Rex frischt durch die Wand und durch die Mauer des Lockwood-Anwesens und steht plötzlich in der Eingangshalle. Auf einmal bemerkt das Tier, dass irgendetwas hier nicht stimmt. Der Indominus Rex spürt, dass Artgenossen seiner selbst, eben hier in diesem Fall Velociraptoren-DNS, die auch in den Indoraptoren drin steckt, sich in diesem Raum befinden. Als das Tier ausmachen kann, wo diese DNS herkommt, schlägt er plötzlich seine Klauen in den Boden des Lockwood-Anwesens und prischt in den Keller vor. Jetzt könnte man hier wieder meinen, ja, ist das nicht ein bisschen weit hergeholt, weil als ob der irgendwie den Fußboden durchschlagen könnte. Und ich sage euch ganz ehrlich, ja, wir reden hier von der Jurassic World Logik. Wenn ihr hier an Jurassic Park denkt, geht mal davon weg, wir reden hier von einem Film, in dem ein alter Mann jahrelang
unerkannt einen gewaltigen Keller mit Dinosauriern oder für Dinosaurier unterirdisch gebaut bekommen hat. Ich meine, Benjamin Lockwood wusste nicht mal was davon. War das nicht so gewesen, dass der einfach nicht mitbekommen hat, dass Dinosaurier im Keller gewesen sind? Irgendwie so war das doch gewesen. Und ja, dass die Decke müsste ja gigantisch dick sein, damit das Ganze irgendwie auch so krass gedämmt gewesen wäre, dass Lockwood das Ganze nicht mitbekommen hätte. Aber der Film scheißt im Endeffekt auf Erklärung, deswegen können wir uns hier das Recht auch herausnehmen, einfach zu sagen, wir scheißen jetzt einfach auch mal drauf und sagen, der Indominus Rex schafft es sehr wohl, durch die Decke hindurch zu preschen und landet schließlich in dem Keller, wo gerade die Auktion stattfindet. Dass hier ein gewaltiges Gemetzel stattfindet, muss ich euch, glaube ich, gar nicht erst erzählen. Es wäre eine Riesenpanik, die ausbrechen würde. Und der Indominus Rex würde die beiden Indoraptoren befreien. Die Tiere flüchten sich kurz darauf ebenfalls in die Wälder, also quasi in den Wald, aus dem der Indominus Rex gerade gekommen ist, in der Nähe des Big Rock Nationalparks. Und dort werden sie auch vorerst nicht mehr gefunden. Die beiden Indoraptoren schaffen es, sich erfolgreich zu verstecken. Und der Indominus Rex, naja, der kann sich eben tarnen. Also den wird man vorerst auch nicht ausfindig machen. Wir hatten jetzt im Livestream ein paar Leute von euch angesprochen, naja Tobi, die könnten aber auch einfach Nationalgarde holen oder eben die Armee, das Militär dazu holen, die würden den Dinosaurier dann schon finden. Aber halt, nein, das würden sie nicht machen, weil diese ganzen Forschungsexperimente ja illegal unter Verschluss bleiben sollen. Das heißt, was die jetzt hier vorhaben, ist eben die Beweise zu vernichten oder eben die Beweise zurückzukriegen. Es soll ja niemand herausbekommen, dass eben diese Hybriden geschaffen wurden. Deswegen würde man auch wohl schwer das Militär, die Kavallerie oder auch nur die Polizei rufen, um die wiederzubekommen. Nein, das würden die selber versuchen. Aus diesem Grund sind es eben auch interne Soldaten wie Söldner oder Injun oder auch Masrani, die dann nach diesen Tieren suchen. Am Endeffekt haben wir uns im Chat dazu entschieden oder im Livestream dazu entschieden, dass der Indoraptor und auch die beiden Indominus Rex nicht mehr aufgefunden werden. Das heißt, die schaffen es wirklich, sich lange, lange Zeit zu verstecken und danach gibt es einen Zeitsprung. Das heißt, wir sehen jetzt in dieser Geschichte nicht mehr, warum die Soldaten die Saurier nicht finden oder vielleicht finden die sie auch. Wir switchen auf einmal um in eine Vorstadt. Ab jetzt fängt es an, ein bisschen mehr Richtung Horror und Resident Evil zu gehen. Denn in dieser Vorstadt beginnen plötzlich Menschen zu verschwinden und grausam verstümmelte Leichen aufzutauchen. Das Polizeipräsidium eben dieser Vorstadt fängt daran an, sich um diese Vorfälle zu kümmern, nimmt diesen Fall quasi auf und forscht nach, wo denn jetzt hier diese ganzen Vermissten sein könnten. Was passiert hier gerade? Haben wir es hier mit einem Serienkiller zu tun oder ist da doch viel mehr dahinter? In unserer Geschichte würde demnach ein Polizistenteam von zwei Leuten irgendwann das Lockwood-Anwesen finden. Das heißt, wir haben hier ein Szenario, ähnlich wie auch in Resident Evil, wo dann eine Gruppe von Polizisten, in diesem Fall sind es eben dann nur zwei, ein Anwesen mitten im Wald finden und dieses Anwesen ist aber komplett zerstört und überwachsen. Mit eben Pflanzen, die sich dann nach und nach das Lockwood-Anwesen zurückerobert haben. Jetzt fragt ihr euch, wie kann das aber sein? Denn ich meine, im Lockwood-Anwesen haben ja auch noch Leute gelebt, beziehungsweise sind da noch Leute auch drin gewesen. Wieso ist das Ding jetzt komplett verfallen? Die Polizisten schleichen sich in das Anwesen herein, ganz vorsichtig. Sie haben nur die Taschenlampen an, es ist natürlich auch nachts, weil, ey, Horror. Als sie dann ins Lockwood-Anwesen gelangen, bemerken sie plötzlich, dass die gesamte Besucherschaft der Auktion tot am Boden liegt. Sie nähern sich also den Leichnamen der Männer und Frauen, die da am Boden liegen und merken, dass in den aufgerissenen Bäuchen dieser toten Körper Dinosaurier-Eier liegen. Ist weit hergeholt, mag man jetzt meinen, erinnert euch immer mal bitte an Jurassic Park The Game. In Jurassic Park The Game haben die Trodon auch bewiesen oder haben nicht mal bewiesen, sie haben einfach Eier in tote Körper gelegt. Genau das wäre auch hier passiert. Die Indoraptoren hätten sich nämlich zurück zum Lockwood-Anwesen begeben, kurz nach dem Vorfall und hätten dann da die Leute umgebracht. Der Indominus Rex wäre natürlich auch mit dabei gewesen. Ihre hätten sich also hier ihr eigenes Nest gebaut. Das gesamte Lockwood-Anwesen ist nun ein Nest, in dem die Polizisten über 100 Eier dieser Indoraptoren finden. Einer der Polizisten will gerade Alarm schlagen. Er nimmt das Walkie-Talkie gerade an den Mund. Plötzlich hört man nur einen Schrei. Er dreht sich panisch um und hinter ihm knackt das erste Ei auf. Hier haben wir uns dann im Livestream entschieden, wir machen hier erstmal einen Cut. Einfach weil der Stream auch zu lange gegangen ist und ich nochmal einen zweiten Livestream machen möchte, wo wir dann diese Geschichte weiterentwickeln. Wir sind also jetzt auf diesem Standpunkt, dass die Indoraptoren zusammen mit dem Indominus Rex
ihr ein eigenes Nest geschaffen haben. Der Indominus Rex ist hierbei erstmal vorausgenommen. Wir haben aber zwei Indoraptoren, einen weißen und eben einen schwarzen, das heißt auch einen männlichen und eben einen weiblichen. Die haben sich also fortgepflanzt und haben zahlreiche Eier gelegt, die nun im Lockwood-Anwesen beginnen auszubrüten. Die Frage, die sich jetzt eben hierbei stellt, ist, wie viele Indoraptoren sind denn bereits ausgebrütet? Kleiner Spoiler, ja, es sind mehr als die zwei, die wir jetzt hier in der Geschichte haben. Was mit dem Indominus Rex passiert ist, darauf will ich jetzt hier erstmal auch noch nicht eingehen, denn das entscheiden wir oder das entscheide ich mit euch zusammen im nächsten Livestream. Seid auf jeden Fall mit dabei, denn da könnt ihr zusammen mit dem Rest der Community entscheiden, wie diese Geschichte hier weitergehen soll. Wir haben jetzt also ein schönes Vorstadt-Horror-Szenario, in dem Dinosaurier die Vorstadt terrorisieren und ein Rätsel, was denn da wirklich passiert ist. Lasst uns also zusammen dieses Rätsel aufbauen und eben auch lösen. Ich freue mich drauf. Jetzt bist du wie immer gefragt, allerdings ist meine Frage jetzt mehr, was hältst du davon, solche Szenarien auch mal live zu besprechen, dass wir uns gemeinsam für solche Videos live ein Drehbuch ausdenken? Mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht, mir dieses Skript mit euch zusammen auszudenken. Ich hätte da persönlich so ein paar Sachen verändert. Ich hätte zum Beispiel nicht den Indominus Rex so simpel ausbrechen lassen auf dem Festland, wie ihr das entschieden habt mit der Tarnungsfähigkeit, weil das hatten wir eben schon mal. Egal, ich habe das Ganze abgestimmt und ihr habt entschieden, doch, das Tier soll genau so ausbrechen. Von daher ist das alles cool und ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf, das ganze Szenario auch so mit euch zusammen weiterzuspinnen. Deswegen schreibt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr darauf Lust habt und wie das Szenario eurer Meinung nach vielleicht hätte weitergehen sollen. Das könnt ihr gerne schon in die Kommentare reinschreiben. Dann haben wir vielleicht schon mal so einen kleinen Anfang für den nächsten Livestream, auf dem wir uns die nächste Geschichte aufbauen können. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal.